Ja, Wutzbär, Let's Play Palworld. Jo, wir sind hier und jetzt muss ich ein bisschen die Steine verkloppen. Also es gibt hier kein Pausenmenü in diesem Spiel, deswegen muss ich jetzt zwischen die Aufnahmen, da ich leider nicht an einem Stück aufnehmen kann, muss ich sozusagen immer das Spiel verlassen. Also wundert euch nicht, wenn es immer ein bisschen anders aussieht. Oh. Shit. This is not good. Und erst wird es auch noch dunkel. So, ja, es geht. Das war nämlich auch etwas. Max, Produktion beginnen. Zack. Kann ich den nur. Na, ich hab drei. Oh, mir fehlt Holz. Gut, das ist etwas, was sich sicherlich gleich einmal ändern lässt. Hoffentlich. Wir hätten das denkt, dass die. Okay, und was ich auch brauche, ist eindeutig ein Feuerchen. Wo machen wir das Feuerchen hin? Derweil einmal daneben, oder? Das muss ich mir dann noch erklären schauen. Du hast nicht genügend. Oh, oh shit. Das braucht aber verdammt viel Holz. Das ist die siebte. Acht. Fasern, 9, 10. Jetzt kann ich ein Lagerfeuer bauen. Ich sehe fast gar nichts. Lagerfeuer bauen mit einem Hammer. Krass. Setze einen in den Lagerpasslot in der Palbox und helfen Aufgaben, die sie verrichten können. Oh, nice. Wo ist das? Und dann schauen wir gleich einmal. Schauen wir mal, was kannst du tun? Ungeschickt. Leicht. Ach so. Festungskommandant. Aber der braucht zuerst ein Dings, ein Bett. Und bevor ich das baue, benötigt Feuerzeugung. Okay. Eine Handfackel spendet Licht und schützt vor Kälte. Fertig an der Werkbank, welche an? Würde ich gerne, aber. Ich brauche Holz. Und wie es mir ausschaut, jede Menge davon. Also, ich glaube, die Nächte werden hier doch eher ein bisschen. Oh, krass. Noachen! Ich schnorchen! Und ich glaube, da unten, neben B, sehe ich vielleicht. Eine Holzkeule. Nehmen wir. Ich meine, Rezept. Kann ich noch einen? Nein, natürlich nicht, weil mir fehlt Holz und Stein. Und bin ich in der Kälte? Braucht sie das? Kälte. Die Frage ist. Ah ja, doch. Mir zirkt's Lebensenergie. Oh. Und das Essen geht auch dementsprechend.
nach unten. Ich schaue noch, dass ich noch... Vielleicht kann ich mit einer Fackel wirklich da was ändern. Rezept wählen? Nein. Da kann ich... Rezept wählen? Ich kann meinen Spiegel ermachen. Ja, lecker! Mann, nur... Oh, eine Handfackel, bitte. Dauert relativ lange. Okay. Und jetzt kann ich noch eine noch bauen. Ja, eine gerade noch. So, wie rüste ich jetzt diese Handfackel aus? Wieso habe ich... Also, da liegt noch. Handfackel. Wer? Eins? Nein. Ah, krass. Krass. Und da schlage ich jetzt drauf ein. Logo, mein Pogo. Ich glaube, wir werden viel, viel Holz brauchen. Wir roden einmal hier ab. Diese wunderschönen Bäume. Oh ja, die nutzen sich ab. Kann ich das so machen? Jetzt ist die Kälte zwar da. Nur damit sie sie nicht ohnutzt, wisst's. Das kann man wieder rauf. Und dann wieder weiter. Denn ich möchte schon mit den ersten Fundamenten beginnen. Ich sag's ganz ehrlich, was ist? So, den Baum niert die nieder. Der kommt mir nicht durch. Das war's mit dem Baum. Dann gehen wir gleich noch ein bisschen Steine kloppen. Ich glaube, das mit der Kälte hat sich auch erledigt. Oh, da kriege ich auch ein Palladium. 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 Ist der Unterschied? Egal. Wir müssen sowieso mal hier das Gebiet bereinigen. Mich würde ja nur eines interessieren, worauf in diesem Spiel der Hauptaugenmerk liegt. Wie gesagt, ich bin ein alter Pokémon-Spieler. Ich gebe es ehrlich zu. Endlich ja. Ein alter Pokémon-Spieler. Warum alt? Das ist ganz einfach. Ich habe Rot und Blau gespielt. Auf den Game Boy und Game Boy Pocket. Und das nächste war dann Gelb. Und ich sag's gleich vorweg. Ich habe das... Das habe ich wahrscheinlich eh schon weggekaut oder irgendetwas. Aber ich habe es mir damals ausgedruckt auf den Gameboy-Drucker. Es gab damals einen extra Drucker für den Gameboy, den konnte man anschließen. Hat, glaube ich, 8 Doppel-A-Batterien gefressen.
Wir nehmen jetzt dann eine Tasche. Erz. Und habe mir ausgedruckt, dass ich alle 150 Pokémon habe. Und ich habe gespielt. Ich habe damals den Glitch nicht gekannt. Damals war ja Google nicht so unbedingt. Hey, das google ich einmal nach und... Passt schon. Nein. Damals mussten wir das wirklich noch alles selbst rausfinden. Und jetzt finde ich auch gerade was raus. Und zwar würde ich gerne in die Technologien rein. Level 4. Normaler Schild, Steinspeer, Stoffkleidung. Die kann man schon gewaltig weiterhelfen. Futtertrog nenne ich ja. Lingfalle und Alarmglocke. Ich würde eher tendieren zum den hier. Und dann würde ich es einmal lassen, weil... Ehrengarten, Viehfarm, da haben wir's. So. Jetzt das Bauen. Nein, das ist das. Entschuldigung. Ich muss meine Shortcuts wieder. Au, oh, Holzfundament. Holzdach, schräges Holzdach, Holztreppe, Holztür. Schauen Sie das einmal an. Holzfundament steht nicht auf dem Boden. Ich würde das gerne hoch machen. Steht auch nicht am Boden. Ist doch nicht mein Ziel. Oh, da ist auch noch ein Stein. Was? Sagst du das? Oh, leck mich. Wie kann man das wieder reißen? Kann ich das? Ja. Ich hoffe, dass das geht. Dadurch, dass ich jetzt in den Stein gebohrt habe, gibt es eine Möglichkeit, das wieder einzureißen, wenn man es verbohrt hat. Es schaut gerade nicht danach aus, als ob das ginge. Hm? Ich glaube noch ein bisschen drauf. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das geht. Wenn, dann hat es auf jeden Fall eine ordentliche. Ich habe doch irgendwas gerade gesehen. Aha. Okay. Schauen wir nochmal. Kann ich was einreißen? Ich kann gar nichts einreißen. Ein Fundament ist das Holz nicht sonderlich stabil. Ich kann's nicht. Es klippt an. Leck mich doch. Jetzt können wir endlich einmal anfangen zum Bauen und dann sagt er nee. Oh. Okay. Fangen wir halt einmal. Weißt du was? Wir fangen ganz unkompliziert hier an. So. Nicht so hoch, nicht so weit. Steht nicht auf dem Boden, steht im Wasser. Gut. Ich stehe an irgendwas an. Ah. So weit wie möglich nach vorne.
Und jetzt so hoch wie möglich, aber nicht zu hoch. Wir bleiben ein bisschen drunter. Ich würde das gerne so ein bisschen machen. So entlang. Im Bachverlauf entlang. Ja, vielleicht können wir es mit anklippen. So. On. Nice. Steht zwar auch nicht auf dem Boden, aber okay. Und wer mich kennt, weiß, ich baue gerne in einem Dreifach-Dreifach-Stil. Okay. Gut. Das ist etwas, das ich gerne hätte. Aber, ich muss ehrlich sagen, ist nice, ist schön. Ich weiß aber, was eigentlich meine Aufgabe ist. Und das seid ihr, Freunde. Ja, hallo, Digga. Boing, 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 boing. Kriegst aufs Maul, Alter. So. Ich schau nur. Jau. So. Nein. Fängt's an zu regnen. Was süß für das Tänzel. Du bist so süß. Du bist so süß, so knuffig. Hey, Freundchen. Bleib hier. Meins. Du bist so knuffig. Du bist so lieb. Du bist so süß. Ich hab dich einfach nur lieb. Ich will mit dir kuscheln. Ja, ich weiß, dass ich hungrig bin. Au, oh. Das hat sich eindeutig verpasst. Hallo. Nein. Kurz an meinem Step gehen. Das gibt ja ordentlich was her, aber da, das muss ich eher nehmen. Viel war es nicht. Nährwert 33, das geht. Ich sollte dort unbedingt schauen, dass ich auch irgendwie meinen... regelrechten, guten Fleischkonsum da im Griff kriege. Da oben sind zwei. Ich kann aber nur mehr... Werden die Automaten... Was, wir probieren es einfach aus. Oh, bist du süß? Hey, aua, 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 aua. Hey, hey, hey. Esst gern, ha? Meins. Alle weiteren Pelz werden in die Pilebox geschickt. Ja, nice. Das wollte ich wissen. Komm her, süßes, flauschiges. Ich finde dich so kuschelig. Sehr schön.
Hochgestuft. Nice. Okay, ich habe süße, flauschige, knuffige Pelz. Lagerinfo, keine Betten. Ich finde die so kuschelig. Jetzt muss ich mir nur überlegen. Und ist da? Das ist auch eine Sphäre? Nein, es ist ein... Krass. Ich sollte mir trotzdem noch überlegen. Pass auf, wir haben hier eines. Und wir haben hier eines. Los geht's! Kann ich den nicht normalerweise rufen? Ja. Bam! Yeah! Wir machen ihn fertig, gemeinsam! Wow! Oh shit! Ui! Komm her! Ich will dein Fleisch! Was macht der da? Wir brauchen Fleisch. Und du gibst mir dein Fleisch. Haben wir uns verstanden? Au, uah. Jawohl. Ein Ei und ein Chibi-Biki-Fleisch. Tschüss. Wie sieht der Tag aus? Der Tag ist noch nicht rum. Hey, du Kleines! Bam, 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 bam! Oh! Wow! Hey. Na super, wenn man meinen Perl einmal braucht! Alter, bleib schön da. Da oben rennt noch eines. Dann nehmen wir jetzt aber... Ich. Oh, Level 5. Ja. Bam. Hallo! Bam! Da! Der macht es schon! Dankeschön! Nice! Echt nice! Gefällt mir ganz gut. Auch die Gegend zu looten ist recht interessant. Das Bauen nehmen wir dann ein bisschen über die Nacht. Boah, hier wäre es ja auch verdammt geil. Das finde ich auch verdammt cool. Hey. Angriff! Hier geblieben! Nicht willig! Uah! Nicht wieder der Angriff! Nein! Du Idiot! Wow. Er ist ein Idiot!
Na komm. Bamst. Kommst du jetzt bitte wieder zurück? Oder? Okay. Darf ich mal ehrlich sagen, er ist ein Idiot. Ich glaube, ich muss mich dann wieder selber darum kümmern. So, ich glaube auch. Wir sind wieder mal hungrig. Nice. Das ist natürlich nicht gut. Ja, ja, lauft nicht davon. Ihr habt gesehen, was wir mit den anderen machen. Oh, hallo? Ja, ich warte trotzdem noch. Okay, das heißt, in der nächsten Folge, ja, der dreiviertel Tages rum, kochen wir uns mal wieder was Feines. Gehen ein bisschen auf Loot-Tour, machen noch ein paar Sachen. Irgendwas wird uns schon einfallen. Und natürlich einen Technikbaum. Tja, wir haben, glaube ich, genug zu tun. Und irgendwas lassen wir da mal erfallen. Wir werden sehen. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann garantiert, hoffe ich. Also ich bin dabei, ich hoffe auch, in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, mit ciao, mit Servus mit Vogelfau.